Ja, ich grüße euch. Und zwar von meinem PC. Ich habe, Moment, eine CPU-Auslastung von nicht mal 30%. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, also, das ist definitiv viel besser als vorher. Vorher hatte ich das Doppelte, mindestens. Aber ich habe auch tatsächlich drin, dass ich über die Grafikkarte das teilweise rendere. Die Aufnahme. Das heißt, ich will jetzt gerade nicht wissen, was die Grafikkarte sagt, aber ja, die wird ja schon hinbekommen. Ja, mal schauen. Ja, ihr seht es wahrscheinlich schon. 1080p mit 60 FPS. Keine 1080p oder 27p mehr. Ich könnte jetzt hier auch ich will jetzt nichts machen. Was gibt es irgendwas? Ich kann mal hier mal Video machen. Ich glaube, dann sieht man nichts. Obwohl, ja, doch. Kurz laden lassen. Werbung, Junge. Das. Ich mach mal kurz das aus. Ich will ja nur. Ja, natürlich ist gerade das Internet am selbst belasten. Das finde ich immer toll. Weißt du, willst was zeigen, dann macht das Internet einfach Auge. Also, ich habe jetzt hier 1080p eigentlich, aber. Also, das ist ja Vorführeffekt. Danke, Internet, für nichts. Willkommen bei Hardware Deals. Wir zeigen euch heute die RTX 4080 Super, die neueste Karte aus dem Hause Nvidia. Und wir haben wieder. Warum ist denn das Internet so komisch gerade? Meine Fresse. Sorry, aber es geht mir so auf den Nerv. Weißt du, es ist immer dann, wenn man irgendwas mal machen möchte, dann ist das Internet so bescheuert manchmal. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß jetzt nicht, wann er das hochlädt, sonst hätte ich kurz seins angeklickt dafür. Aber wenn da steht im Himmel Kanalmitglieder und wenn ich das jetzt vor hochlade und ihr dann kurz einen Ausschnitt seht und ihr kommt manche von euch kommen, manche kommen ja noch von ihm sogar. Wäre blöd, ne? Deswegen, also. Gucken wir es aber gleich noch an, damit ich das noch guckt habe, bevor ihr nicht Kanalmitglieder könnt. So. So. Naja, also ich werde auf jeden Fall mal gucken, ob Train Simulator dann funktioniert. Ich weiß halt noch nicht genau, was funktioniert und was nicht. Also der bei der funktioniert auf jeden Fall. Habe ich schon ausprobiert, funktioniert. Ja, ich habe auch eine Runde gespielt schon mit Master Tastatur. Ich habe aber noch nichts aufgenommen. Das heißt nicht aufgenommen. Ich habe eigentlich schon aufgenommen, aber ich habe irgendwelche Probleme da gehabt. Ich habe Mikrofon und irgendwie Aufnahmeprobleme gehabt. Also, keine Ahnung. Also irgendwas hat nicht gestimmt mit der Audio. Deswegen muss ich mal schauen. Ja. Okay, ich stehe gerade im OBS. Codierung überlastet. Entweder Videoeinstellungen verringern oder Encoder-Einstellungen. Schnellere Encoder-Einstellungen. Okay, also, warte, dann mache ich die Maus mal, aber zack.
Ah, okay, ich kann das gerade nicht genau machen. Sechstausende. Betrauerte. Vielleicht ist das gerade zu dem zu langsam gewesen. Aber anscheinend hat er damit gerade keine richtigen Probleme. Ich werde später nochmal ein bisschen nochmal anpassen. Aber gut, dass das so ein Hinweis da steht. Ich habe hätte das nicht gesehen. Ja, also wie gesagt, ich werde da noch ein paar Spiele testen. Werde ich mal probieren. Also sowas wie Train Simulator oder DBD. Ne, kann ich auch bringen. Ja, das ist ja auch Teil des Kanals. Und mal schauen, was noch so läuft oder so. Ich kann ja mal gucken, wenn ich den 3D Mark, also das ist so eine so eine Sache Dings, wo man seine Sachen mit testet, also CPU und GPU, also Grafikkarte und CPU halt. Da kann man gucken, dass ich das dann mal zeige, also in den Community-Beitrag. Dann tue ich das mal zeigen. Aber gut, Community-Beitrag, ich habe das doch gestern, hab vergessen, ein Bild davon gepostet, ne? Ne, das war von Juna, das ist so. Ja, mein Internet war gestern beschissen. Ja. Es sieht natürlich beschissen aus, weil es dunkel dort war. Ja. Ich werde wahrscheinlich nochmal so ein Short oder so holen, wo mein PC zu sehen ist. Da werde ich dann nochmal genau machen und gut ist. Ja. Wenn es euch gefallen hat, ist das ja nur ein kurzer Talk gewesen, aber. Ja. Däumchen nach oben, nach Norden, da wird man euch loben. Schreibt mal einen Kommentar vielleicht. Keine Ahnung. Ich habe einfach irgendwas. Kommentar. Das war schon. Lasst eure Kreativität freien Lauf, sagt man ja dann. Aber wenn ihr konstruktive Kritik äußert,